Okay, Leute, wir haben eine neue Auswärtsaufgabe hier bei FIFA 20 und die gehen wir eben genauso an. Das 1 zu 3 gegen unseren letzten Gegner ist immer noch in den Knochen drin. Wir sind auch mittlerweile auf den fünften Platz abgerutscht. Aber jetzt haben wir die Chance nachzulegen. Die Punkte 20, 21 und 22 müssen her. Und ich meine damit keine Punkte gegen den Abstieg, sondern Punkte für den Aufstieg. Was kann beim besten Willen nicht wahr sein, dass wir uns in dieses scheiß Playoff da reinprügeln? Entweder Zweiter oder bestenfalls sogar Erster. Da muss mehr kommen. Und da wird jetzt auch mehr kommen. So, Chivo Verona ist, glaube ich, sogar ein Absteiger. Ich meine, beispielsweise Benevento sagt mir was. Das ist diese Mannschaft, die ewig lange nicht gewonnen hat in der Serie A und deswegen auch abgestiegen ist. So, Auswärtsauftritt hier bei Verona. Okay, schon wieder abseits. Ich meine, auch unsere weiße Weste, was so die letzten Spiele anging mit den Toren, hat sich auch wieder ein bisschen mit dem letzten Spiel neutralisiert. Wurde ja gesagt, sogar terminiert. Ja, gut. Es ist mal ein Anfang, aber von Torschuss kann man da eigentlich noch nicht reden. Da waren wir einfach noch nicht effektiv genug. Was war denn das gerade für eine verbackte Flanke? Einfach weitermachen. Ah, das war, ist mal wieder zu blöd gelaufen. Ach, wäre sowieso abseits gewesen. Ronaldo, da bist du auf der einen Seite zu schnell, auf der anderen Seite zu langsam. Was war das jetzt? Wieso sind wir da nicht nochmal reingegangen? Ah, kommt, Leute, das ist jetzt wieder ein Gegner, den wir so leicht ausspielen können. Ihr seht es hier daran. Hier dran. Also muss doch mal möglich sein, hier wenigstens einen Treffer zu erzielen. Wenn wir nicht ständig geblockt werden, meine Fresse! Was willst du mit solchen Flanken, ey, hey? Meine ganze gute Stimmung, die ich mir so in den letzten Spielen aufgebaut habe, ist plötzlich wieder verpufft. Wir es einfach nicht schaffen, gegen so einen Gegner zu dieser Zeit schon 2-0 zu führen oder sowas in der Art. Ja, irgendwann hört es halt auf mit der Ausdauer. Please. Darfst du jetzt aber mal wieder Zeit gezahlt lassen, Chesney? Das wäre wieder so offensichtlich gewesen. Delikt. Der gefällt mir eigentlich ziemlich gut, der Delikt. Ich hätte fast gesagt, und die machen jetzt das Tor. Nee, du. Also, gut. Ruhig bleiben. Es ist noch so viel möglich.
Das war abseits. Ach kommt, Leute, verarscht mich jetzt nicht hier. Also das für mich war das gleiche Höhe. Aber gut, was weiß ich schon vom Fußball. Weg damit einfach nur. Ich will mit dieser Halbzeit nichts mehr zu tun haben. Ja. Mein Fazit. Okay, ich kann eigentlich jetzt nicht so großartig viel dazu sagen, außer dass Verona das bisher gut macht. Irgendwie müssen wir noch durchdringen. Was? Kein Torschuss bei uns? Ach Leute, ihr. Ich verstehe FIFA einfach nicht, wie sie das immer berechnen. Ist mir wieder viel zu viel Mist drin. Na, oh Mann! Ey! FIFA! Tut mir das jetzt nicht an! Es war das so gnädig, so, okay, das ist wahrscheinlich der, ja gut, diese eine Abseitsentscheidung da in dem Spiel gegen diesen einen Spitzenreiter da, dessen Namen ich wieder vergessen habe. Ja, das war schon zu viel Gnade für den Lukas. Also jetzt muss man wieder richtig leiden lassen für die nächsten paar Spiele. Nee, das geht gar nicht. Was? Ach. Also wir haben ja so ziemlich alles erneuert in meinem Zimmer, bis auf den Stuhl. Also nach dem Abend kann man den Stuhl höchstwahrscheinlich auch rausstellen. So abschreiben. Ich wollte doch nicht zu dem spielen, ich wollte zu Ronaldo spielen. Meine Fresse, FIFA, kapiert das endlich mal. Mit solchen Bällen kannst du keine Treffer erzielen, hey. Aber Hauptsache, jetzt haben wir unseren Schuss aufs Tor. Das ist ein Foul, Mann! Pfeif es doch! Abseits, hey. Warum tut ihr mir das an? Das sind doch alle Ballesbälle, die ins Nichts gehen. Man muss halt mal versuchen zu schießen, selbst wenn es wieder geblockt wird, wie immer. Och, gebt mir doch wenigstens die eine Chance, mal aufs Tor zu schießen. Es geht so auf den Sack dermaßen. Ich weiß, es ist mal wieder eine Satzbildung like a Boss, aber es ist mir so scheißegal. Es regt mich nur wieder auf, wie wir es nicht schaffen, gegen so eine Mannschaft mal ein Tor zu schießen. Verdammt nochmal, die hatten überhaupt nichts zu bieten bisher. Chesney. Nichts riskieren, Leute. Nichts riskieren. Es ist alles noch in Ordnung. Och, was willst du mit so einem Ball, Bernat? Komm, wir wissen mal, wenn wir so ein spätes Tor schießen. Wäre doch ganz schön soweit. Ach, Mandzukic. Du bist ein guter Spieler, das will ich dir lassen, aber bitte, vielleicht mal ein bisschen mehr zaubern. Das muss einfach mal drin sein, so einmal alle paar Spiele und es scheint wirklich torlos auszugehen. Erstaunlich. Wieder zu langsam, okay, jetzt aber, jetzt.
Ronaldo, Ronaldo. Ach, es will einfach nicht werden, so. Ja, so mache ich heute meine PlayStation aus. Mit einem 0 zu 0 gegen Chivo Verona. Ja, wenigstens 20 Punkte. Ich weiß jetzt nicht, wo befinden wir uns in der Tabelle. Jetzt rutschen wir sicherlich wieder ab. So, wie sieht es aus mit der Statistik? Mit der Statistik. Ja, wir haben es uns deutlich gesteigert. Und ne, jetzt muss ich wieder die scheiß Pressekonferenz geben, Mann. EA. Also ich hatte bisher nur ein Radler, das alkoholfrei war. Also Siamo ja. in compagnia del mister per le prime impressioni a caldo sul match appena concluso. Also das kann man übersprengen. Ja, super, Grazie ancora per danke. Ja, gut, dass man das wenigstens beschleunigen kann. So, sind wir jetzt auf dem fünften Platz. Das ist nach wie vor der Playoff-Platz. Und ja, Empoli hat wieder das Ganze aufgebaut auf 5 fünf Punkte mehr, genau. Ja, bei uns kann ich jetzt nicht so sagen, ob ich damit zufrieden sein soll. Ja, die letzten zwei Spiele waren mal wieder Mist. Und ich schwitze. Auch cool. Nationaltrainer-Offerte? Okay. Ja. Dann hier eine Übung für Mandzukic. Vielleicht mal das auswählen hier Angriffsszenario. Ich meine, ja, ich konnte mit dem Playoffs auch mehr oder weniger leben. Aber es soll der direkte Aufstieg sein, bitte Leute, weil, wie gesagt, ich habe nur begrenztes Timeslots fürs Let's Play, auch wenn ich es gerne öfters bringen würde. Was macht mir eigentlich wirklich Spaß? Okay. Nee, ich habe daran einfach kein Interesse, sorry. So, jetzt kommt lange Zeit. Okay, jetzt kommt wieder was, nämlich gegen. Gegen Trapani. Wir sind mittlerweile auf den sechsten Platz abgerutscht. Aber ist eh egal, weil bis zum achten ist es ja noch Playoff-Platz letzten Endes. Und was kann uns da gelingen? Ich meine, es gibt schon manche Mannschaften, die haben mehr Spiele. Wir könnten auf den dritten Platz springen, aber alles andere ist nicht möglich. Aber ich denke mal, das ist noch eine relativ gute Ausgangssituation. Heimspiel gegen Trapani. Lässt so viele Chancen liegen, da haben sie sogar recht. Und Spieler meckern auch nicht, das freut mich. Also dementsprechend, nächstes Mal geht's weiter mit Trapani. Bis zum nächsten Mal, ciao. Haltet die Ohren steif und denkt daran, Freundschaft ist Magie.